Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Raven Legacy of a Master Thief. Wir stehen hier mit Zellner noch im Frachtraum, wo wir in der letzten Folge hinterrücks überfallen worden sind. Und wir betrachten jetzt die Kiste mit dem Einschussloch und Stühle. Erstmal die Kiste mit dem Einschussloch. Wer immer da geschossen hat, hat diese Kiste getroffen. Die erste Frage lautet: Wollte er sie treffen? Und die zweite Frage, warum? Betrachte die Kiste mit dem Einschussloch. Eventuell wollte mich der Schütze einschüchtern. Eine viel effektvollere Warnung kann ich mir nicht vorstellen. Nochmal? Muss ja alles hier fünfmal untersuchen. Es ist zu dunkel, um im Loch etwas zu erkennen. Ich sollte mir das später genauer ansehen. Warum ist Zellner jetzt weg? Kann ich vielleicht... Shots lassen sich ab. Also die... Was man in der Originalversion aber hier echt zu... hier... Ich weiß jetzt gar nicht genau, welches Sprichwort... Was man ihm zur Last legen kann, genau das wollte ich sagen. Ist halt, dass es echt verbuggter ist, wie die Remastered-Version. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum es remastered worden ist, oder? Weil grafisch ist es ja, sehe ich jetzt nicht den riesigen Unterschied. Betrachte die Stühle. Ein Stuhl ist das Letzte, was ich jetzt brauchen kann. Ich habe da hinten in der Ecke schon lange genug gesessen. Vielleicht sollten wir jetzt wieder hoch. Ich bin mir nicht sicher. Er weigert sich auf jeden Fall nicht. Öffne die Tür. Ja, machen wir mal. Wer immer die Tür verschlossen hat, ist kräftiger als ich. Mit dem Metallrohr. Ja, das war einfach. Verlasse den Frachtraum. Ich sollte vorsichtig sein. Vielleicht ist der Revolverheld noch in der Nähe. Was soll das, Zellner? Geruch der Waffe. Ich wurde niedergeschlagen, sind wir direkt mal ehrlich. Ich wurde im Frachtraum niedergeschlagen. Aber natürlich wurden Sie das. Hier, sehen Sie. Vorsicht, auf der Seite könnten Fingerabdrücke sein. Sie erwarten doch nicht, dass ich Ihnen das glaube. Schuss, genau. Erwähnen wir den auch mal direkt. Ich bin nicht nur K.O. geschlagen worden. Auf mich wurde auch geschossen. Man hat auf Sie geschossen, als Sie bewusstlos waren? Unser mysteriöser Gast reißt also nicht nur gerne per Kleidungstruhe, er ist auch noch der schlechteste Schütze der Welt. Naja, er hat wohl nicht auf mich gezielt. Und vielleicht war es auch ein anderer Mann, der geschossen hat. Das ist doch alles Blödsinn. Sie wollten unbedingt diese Fahrt machen und haben eine Möglichkeit gefunden, hier zu bleiben. Ich sollte Sie über Bord werfen. Ich hätte mir etwas weniger Schmerzhaftes einfallen lassen können. Das sieht wirklich nicht gut aus. Sehen Sie? Und da unten steckt ein Projektil in einer Holzkiste. Ich habe keine Waffe. Der Doktor soll sich das mal ansehen. Kommen Sie mit. Inspektor Legrand und Wachtmeister Zellner. Beehren Sie uns also doch auf der Reise? Anscheinend. Wir suchen Dr. Gebhardt. Lassen Sie nur, Captain Conti. Die Conti. Ich komme schon allein zurecht. Sagen Sie nur James Bescheid. Er soll mich unbedingt um 9:45 wecken. Verstanden? Gewiss, Madame. Unbedingt. Ich werde es ihm ausrichten. Ich ziehe mich jetzt in meine Gemächer zurück. Sie werden doch heute Abend um 10 im Salon sein, nicht wahr? Wenn Sie es wünschen. Es wird ein Ereignis.
Das kann ich Ihnen versprechen. Die frische Meeresluft und das eine oder andere Glas Champagner. Aber ich freue mich, dass Sie sich doch noch entschlossen haben, mit uns nach Kairo zu kommen. Nicht ganz freiwillig, behauptet er. Ich wurde niedergeschlagen. Von hinten. Aber das ist doch... Dr. Gebhardt soll sich das mal ansehen, Kapitän Di Conti. Selbstverständlich. Kommen Sie in den Salon, Wachtmeister Zellner. Ich werde den Doktor rufen lassen. Ah, Doktor, da sind Sie ja. Unser tapferer Wachtmeister Zellner hier wurde angegriffen. Schlag auf den Kopf. Oh. Setzen Sie sich bitte hin. Nun erzählen Sie schon. Was ist passiert? Wo sind wir? Nee, erzählen wir einfach, was passiert ist. Ich glaube, Sie haben einen blinden Passagier an Bord. Ich wurde niedergeschlagen. Unverschämtheit! Ich werde die Crew sofort anweisen, das Schiff gründlich zu durchsuchen. Und natürlich sind Sie herzlich eingeladen, mit uns die Fahrt fortzusetzen, Herr Zellner. Wenigstens einer, der mich nicht über Bord werfen will. Ist es schlimm? Ja, tut ziemlich weh. Ich habe mit Dr. Gebhardt gesprochen. Er hat einen heftigen Schlag auf den Hinterkopf bekommen. Wie schlimm es ist, kann ich noch nicht sagen. Aber ich, es tut ziemlich weh. Ach, ich mag Zellner. Warum wurde ich nicht gesucht, genau? Warum hat man nicht nach mir gesucht? Ist niemandem aufgefallen, dass ich nicht aus dem Frachtraum zurückgekommen bin? Wir haben Sie gesucht, aber nicht gefunden. Wer sollte sich im Frachtraum umsehen? Constable Oliver. Und darüber wird noch zu sprechen sein. Allerdings. Wie viele Finger sehen Sie? Ja, sind wir... Ich weiß nicht, warum wir jetzt irgendwas vortäuschen sollten. Ich bin bei ehrlich 3 Finger. 3 Finger. In Ordnung. Wo sind wir? Wo sind wir? Und wie spät ist es? Ich muss lange ohnmächtig gewesen sein. Es ist kurz nach 8 Uhr abends. Das Dinner ist gerade vorbei. Aber um 10 Uhr treffen wir uns alle hier im Salon zu einem kleinen Umtrunk. Die Begrüßung der Gäste durch den Kapitän am ersten Abend ist ein fester Programmpunkt jeder Fahrt. Sie sind soweit in Ordnung, Wachtmeister. Die Blutung hat schon aufgehört, die Wunde sieht gut aus. Vielleicht haben Sie eine leichte Gehirnerschütterung. Eine ruhige Nacht und morgen haben Sie nur noch Kopfschmerzen und eine beeindruckende Beule. Danke. Das ist doch ein Grund zum Feiern. Genug von Ganoven und Dieben. Ab jetzt können Sie Ihre kostenlose Kreuzfahrt genießen. Inspektor! Was? Ein dunkler Schatten. Oberdeck, gerade eben. Los, das sehen wir uns an. Ich komme mit. Ich auch. Aber Sie bleiben hier. Wollen wir das ausdiskutieren? Aber schön erstmal austrinken, ne? Robert, Sie gehen zur Baronin und lassen Sie nicht aus den Augen. Zellner, Sie kommen mit nach Backbord. Und Sie gehen nach Steuerbord, Doktor. Ich werde auf dem Vorderdeck anfangen und mich bis zu Ihnen beiden zurückarbeiten, verstanden? Aber... Baronin von Trebitz? Hallo? Baronin von Trebitz? Öffnen Sie die Tür! Betrachte Dr. Gebhardt. Dr. Gebhardt wollte unbedingt mitkommen. Aber jetzt scheint er sich nicht mehr so sicher zu sein, ob das eine gute Idee war. Der gute Doktor. Reden wir mal mit dem. Alles klar, Doktor? Natürlich. Warum denn nicht? Es ist nur... Also... Ich würde lieber mit Ihnen kommen. Sie haben den Inspektor gehört. Ah, interessant. Betrachte Constable Oliver. Das kann ich irgendwie nicht mehr machen, wenn ich vor ihm stehe. Nö. Ich kann es jetzt einfach gar nicht mehr machen. Doch. Betrachte Constable Oliver. Die Baronin war sternhagelvoll. Es könnte dauern, bis sie sich zur Tür bequemt.
Ihm das aber irgendwie sagen können wir scheinbar nicht. So, geh aufs... Bis gleich, Doc. Oh nein. Ich werde nicht alleine auf Verbrecherjagd gehen. Ich glaube, das ist ein Fehler. Auch wenn ich den Doktor verstehen kann. Wenn ich kein Polizist bin, würde ich mich auch nicht für sowas einspannen lassen. Ist alles in Ordnung? Vielleicht sollten Sie sich besser ausruhen, falls der Schlag doch heftiger war. Geht schon. Zellner, hier oben! Kommen Sie. Ich glaube, das kam von da oben. Sicher, du wolltest nur mal frische Luft schnappen. Zellner, schauen Sie, wen wir hier haben. Wenn das nicht unser Schatten ist. Und unser blinder Passagier. Bist du kürzlich in einer Truhe gereist? Ich, nix. Er behauptet, zur Crew zu gehören, hat nur kurz Luft schnappen wollen. Aber sicher. Die Baronin öffnet ihre Tür nicht. Verstanden. Bringen Sie den Jungen in die Arrestzelle, Robert. War das nicht auch unser Schaffner? Sie hatten recht. Es gab einen blinden Passagier. Ja, aber der Rabe kann er nicht sein. Er ist zu jung. Richtig. Was aber nicht heißt, dass der Rabe nicht doch hier herumspukt. Was war das? Ein Schuss. Er kam aus einer der Kabinen. Mensch, wird ja richtig spannend hier. Baronin von Trebitz? Baronin! Öffnen Sie die Tür! Gehen Sie bitte aus dem Weg! Wir haben es mit einem Mord zu tun, Gentlemen. Schnell, Zellner. Der Mörder muss noch in der Nähe sein. Es ist so gut wie niemand an Deck. Jeder, der sich draußen befindet, ist verdächtig. Dieses Mal kriegen wir ihn. Zellner, sind Sie in Ordnung? Ja. Na los. Wir müssen. Zellner? Zellner! Verdammt! Okay. Oh. Wen haben wir denn da? Ausgeschlafen? Gehen wir einfach gar nicht drauf ein, weil ich den Typen nämlich hasse wie sonst was. Stand der Ermittlung. Sparen Sie sich das. Wie ist der Stand der Ermittlungen? Sparen Sie sich diesen Ton. Während Sie geschlafen haben, haben wir anderen gearbeitet. Tathergang. Was ist der vermutete Tathergang? Wie wurde die Baronin ermordet? Der Baronin wurde aus nächster Nähe ins Herz geschossen. Genaueres weiß ich noch nicht. Der Doc untersucht die Leiche unten auf der Krankenstation. Und niemand hat etwas Verdächtiges beobachtet? Niemand hat gesehen, wie eine Rabengestalt die Kabine der Baronin verlassen hat, wenn Sie das meinen. Den Schuss haben einige gehört. Inspektor Legrand will sich die Passagiere heute Morgen noch einmal vornehmen, sobald sie sich alle etwas beruhigt haben und er die Indizien gesichtet hat. Irgendwelche Verdächtigen bis jetzt? Haben Sie schon jemanden festgenommen? Sie meinen außer dem Araber? Er kann den Mord schwerlich begangen haben.
Sie müssen noch bei ihm gewesen sein, als es passierte. Wir haben den Schuss auf dem Vorderdeck gehört. Ich habe den Gesellen in die Arrestzelle im Frachtraum gesperrt und bin dann gleich wieder hoch, um Inspektor Legrand zu unterstützen. Sie träumten da schon den Schlaf der Gerechten. Ja, wie gesagt, andere Verdächtige? Und andere Tatverdächtige? Keine Chance. Sekunden nachdem der Alarm losging, wimmelte es an Bord von verängstigten Passagieren. Tja. Ein cleverer Schachzug, um im allgemeinen Trubel unerkannt zu bleiben. Und trotzdem haben wir einen Hauptverdächtigen. Den Raben. Glauben Sie wirklich, dass er zurück ist? Ich glaube, dass niemand so viel über den Raben weiß wie Legrand. Trotzdem erscheint es unglaublich. Der Geiger hat doch hat eine Waffe dabei. Also hat er ja zumindest, wie gesagt, im Zug. Haben wir jetzt im Let's Play nicht gesehen, aber ja, sie nach. Und er hat ja ihre Brieftasche auch schon. Vielleicht ist da ja mehr hinter. Obwohl das auch zu einfach wäre, aber man darf ja erstmal nichts außer aus hier von vornherein ausschließen. Heute habe ich es nicht mit dem Reden, merkt man irgendwie, oder? Indizien am Tatort. Ich gehe davon aus, Sie und Legrand haben den Tatort und die Umgebung untersucht. Natürlich. Und wir konnten schon einen Haupttreffer landen. Die Tatwaffe. Tatsächlich? Wo haben Sie die gefunden? Auf der Gangway. Die Gangway, mit der man das Schiff betritt, kann geschwenkt werden und liegt am Schiffsrumpf an, wenn man sie nicht braucht. Der Mörder wollte die Waffe mit Sicherheit im Meer verschwinden lassen. Er ließ sie unauffällig über Bord gleiten. Und sie landete auf der Gangway. Pech. Aber Legrand und ich waren unmittelbar nach dem Schuss auf dem Nebendeck. Da war niemand. Vielleicht hat der Mörder die Waffe erst später entsorgt. Wir haben sie erst im Morgengrauen entdeckt. Das wird wohl höchstwahrscheinlich der Fall sein. Eigentlich wollte ich es nicht fragen, weil er höchstwahrscheinlich nur eine patzige Antwort bekommt. Aber was hat mich so ausgenockt? Ich bin doch gestern Abend nicht wegen des Schlags auf meinen Kopf umgekippt, oder? Sieht nicht so aus. Inspektor Legrand vermutet, dass sie betäubt wurden. Aber wie der Champagner... Wer hat Ihnen den Champagner gegeben? Kapitän Di Conti. Interessant. Ja, das Champagnerglas, genau, das kann man ja untersuchen. Man müsste doch Rückstände vom Betäubungsmittel im Glas finden können. Wegen des Champagners. Müsste man nicht Rückstände vom Betäubungsmittel im Glas finden können? Genau das untersucht Legrand gerade. Wie das ohne Labor? Oh, er hat eins. In seiner Kabine steht alles voll von so modernem Ermittlungskram. Schon beeindruckend, zu was der Inspektor in der Lage ist. Ein fähiger Mann, keine Frage. Und überraschend gut vorbereitet. Und fleißig. Er arbeitet schon die ganze Nacht wie ein Besessener mit seinen Pinseln und Tinkturen und Gläsern und allem. In der Haut des Raben möchte ich nicht stecken. Ich denke, ich werde erst einmal Inspektor Legrand aufsuchen. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Sie werden mich nicht mehr los. Ich bin hier und ich bleibe hier, Konstable Oliver. Wie auch immer. Inspektor Legrand hat mich dazu abkommandiert, den Frachtraum mit unserem besonderen Gast zu bewachen. Ist mir ganz recht. Ein Inspektor Legrand kann vielleicht tagelang ohne Schlaf auskommen, aber ich kann das nicht. Es ist nicht leicht, mit großen Tieren mitzuhalten, Wachtmeister Zellner. Nein, vermutlich nicht. Tja, zum Glück haben wir keins in der Nähe. Gehe die Treppe hinunter, gehe in den Salon, gehe aufs Nebendeck. Oh Gott, viel zu viel, was ich machen kann. Gehen wir erstmal in den Salon und checken da die Lage ab. Ich mache das ja wirklich ein bisschen nervös, dass es hier scheinbar verpassbare Sachen gibt und optionalen Kram. Ich möchte natürlich eigentlich gerne alles mitnehmen, aber... In so einem Adventure bin ich das einfach nicht gewohnt. In einem Rollenspiel kann ich mich da besser drauf einstellen. Warte. Betrete das Hinterdeck. Scheinbar ist hier im Salon gerade nichts Interessantes. Ich würde gerne dann lieber über das Nebendeck das Hinterdeck betreten. Was ich noch sagen wollte, schade, dass es die Baronin getroffen hat. Die mochte ich eigentlich. Vielleicht hat das was damit, sie wollte ja unbedingt um 9:45 geweckt werden. Vielleicht hat das ja was damit zu tun. Verdächtig ist ja auch, dass der Champagner scheinbar da Betäubungsmittel drin war, die die Dingens hat ja auch davon getrunken, die Baronin.
Deswegen kann, schätze ich mal, dass es nicht für Zellner, sondern für die Baronin gedacht war, das Betäubungsmittel. Und Zellner eher zufällig Opfer davon geworden ist. Betrachte die Kisten. Ich nehme an, dass darin die Schwimmwesten verstaut sind. Nah an der Reling, griffbereit für den Notfall. Okay, wir können die weiterhin betrachten. Ich hoffe, dass ich nicht in eine Situation kommen werde, in der ich eine Schwimmweste brauche. Es sei denn, Legrand schmeißt sie tatsächlich noch über Bord, aber ich glaube, das lässt er jetzt doch bleiben. Gehen wir mal aufs Hinterdeck. Wofür ist das hier unten gut? Ich kenne mich mit Schiffen so gar nicht aus. Betrachte den Liegestuhl. Wie gerne würde ich mich jetzt in die Sonne legen und ein Nickerchen machen. Aber willkommen im Club. Dafür fehlen mir im Moment die Zeit und die Muße. Leg dich in die Sonne. Nein. Machen wir nicht. Da kriegen wir noch Ärger. Trete den Salon. Betrachte die Lautsprecher. Die Dinger haben gestern Abend einen Höllenlärm gemacht. Man konnte sein eigenes Wort nicht verstehen. Trete den Salon. Nee. Hier ist abgesperrt. Huch, was habe ich jetzt angeklickt? Flauschige große Handtücher. Ich könnte damit eine der Liegen reservieren. Nein, vielleicht doch nicht. Okay. Kann ich da hinten nicht irgendwie hin? Gott, Entschuldigung für den Nieser. Ich kann nicht runter, auf jeden Fall. Zumindest scheint es so, als könnte ich das noch nicht. Gehen wir mal aufs Vorderdeck. Der Constable ruht sich aus. Ach, die Tür zum Frachtraum. Das Shuffleboard fällt. Betrachte das Meer. Geh aufs Nebendeck. Das ist auch nur betrachte das Meer. Schauen wir uns doch erstmal den Constable an. Es sieht zwar nicht so aus, aber Constable Oliver ist tatsächlich eine recht effektive Wache. Und woran beurteilen wir das? Reden wir mal mit ihm. Was ist los? Der Rabe ist gerade vorbeigeflogen. Was? Oder er hätte es zumindest können. Ich habe nicht geschlafen. Verstehe. Alles nur Tarnung. Wie geht's dem blinden Passagier? Können Sie schon etwas zu unserem blinden Passagier sagen? Ah, ist irgendwie verdächtig. Ausländer und so. Verstehe. Hat er sich irgendwie verdächtig verhalten? Nö. Hat sich beim Schuss erschreckt, wie ich auch. Hab vorhin nach ihm gesehen. Scheint noch zu pennen. Von Kopf bis Fuß mit einer Wolldecke bedeckt? Haha. Er ist noch da. Hab ihn angestupst. Können wir den verhören? Kann ich einmal runtergehen und ein paar Worte mit unserem Gast wechseln? Nee. Bitte. Nein, Inspektor Legrand will alle Verhöre persönlich führen. Er hat bestimmt nichts dagegen, wenn ich mir ein eigenes Bild mache. Er hat mir befohlen, die Tür zu bewachen, und das tue ich. Wie wäre es mit etwas Eigeninitiative? Wie wäre es, wenn Sie den Mann seinen Job machen lassen? Oder glauben Sie, Sie könnten es besser? Eigentlich schon, aber sagen wir mal lieber nicht so offen. Hast du irgendeine Theorie zum Mord? Was glauben Sie? Was ist hier gestern Abend passiert? Der Rabe ist in die Kabine der Baronin eingebrochen, wurde von ihr überrascht und hat sie erschossen. Was wollte er in ihre Kabine? Sie war eine reiche Frau. Warum hat er die Tür verriegelt? Warum nicht? Von innen? Ein erstaunliches Kunststück. Ich sag ja nicht, dass ich weiß, wie er es gemacht hat. Ich sage nur, dass er es war. Warum hat er keine Rabenfeder hinterlassen? Sind Sie bescheuert? Dann wären wir ja sofort auf ihn gekommen. Sind wir ja zum Glück aber auch so. Vielleicht war es der Butler. Es war immer der Butler. Ich meine, wir haben keinen Gärtner, deswegen kann es der Butler sein.
Der Rabe. Mal angenommen, der alte Rabe ist tatsächlich wieder da und steckt hinter all dem hier. Wer ist es? Könnte jeder sein. Niemand hat den Raben jemals zu Gesicht bekommen. Er könnte auch jemanden dafür bezahlen, die Drecksarbeit zu machen. Natürlich, es ist bekannt, dass er mit Partnern zusammengearbeitet hat. Ein paar von seinen Komplizen hat man ja sogar gefasst. Aber keiner von denen konnte den Raben identifizieren. Einige behaupteten sogar, sie hätten überhaupt nicht gewusst, dass sie für den Raben gearbeitet haben. Faszinierend. Er könnte jemanden mit Geldproblemen beauftragt haben, zu einer bestimmten Zeit den Alarm auszulösen, ohne dass derjenige wusste, warum er es tun sollte. Der Mann, den Le Grand damals erschossen hat, war in der Unterwelt als Panzerknacker bekannt. Er könnte genauso gut ein Handlanger gewesen sein. Oder es war doch der echte Rabe. Für einen großen Dieb gibt es kaum eine bessere Tarnung, als sich für einen kleinen auszugeben. Ich will sie nicht länger von ihren Pflichten abhalten. Gute Idee. Ich schätze mal, dass unser Freund unten im hier Knast da ein... Es könnte vielleicht tatsächlich der Rabe sein, oder es ist einer, den er angeheuert hat. Ich will da bis jetzt noch keine voreiligen Schlüsse ziehen, weil irgendwie ist noch alles möglich. Was aber nicht mehr möglich ist, ist, dass diese Folge noch länger dauert. Deswegen sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play The Raven Legacy of a Master Thief. Und bis dahin, macht's gut!